Julian, steh auf, steh auf! Der Nikolaus war da! Julian, steh auf! Was, Julian, wer ist Julian? Wir haben Geschenke bekommen! Der Nikolaus war da! Der Nikolaus war da! Geschenke? Yes! Ja! Oh, ich habe so tolle Sachen bekommen! Geschenke, Geschenke, Geschenke! Der Nikolaus hat Sachen gebracht. Was habt ihr denn bekommen? Das Bravsein hat sich echt ausgezahlt. Ich habe eine Rassel bekommen und eine Giraffe. Oh, ich bekomme auch. Ich habe eine neue Haarbürste. Ich bekomme bestimmt auch richtig viel, so brav wie ich war dieses Jahr. Das ist ja voll das Wo sind meine Geschenke? Was zum? Das kann doch nicht sein. Der Nikolaus hat meine Geschenke vergessen. Das kann doch gar nicht sein. Da ist ja gar nichts drin bei dir, Julian. Oh Mann, ey. Der hat mich vergessen. Das gibt richtig Ärger. Du Julian, es könnte auch einen Grund haben, dass dein Paket leer ist. Was denn für einen Grund? Du hast dich nicht so gut benommen das ganze Jahr über. Oh, Hanna, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Wo sind meine Geschenke, Mensch? Hallo Julian, mein Spatz. Möchtest du erstmal einen schönen Tee trinken? Nein, kein Tee, gar nichts. Mama, guck dir das mal an. Siehst du irgendwas? Was ist denn los? Ja, schau doch mal. Siehst du irgendwas? Ach Julian. Meine Geschenke sind nicht da. Wo sind meine Geschenke? Hat der Nikolaus dir nichts gebracht? Nein, natürlich nicht. Ich bin super wütend. Mann, ey. Oder? Oder? Mama, ihr habt sie bestimmt versteckt, oder? Wo sind sie? Nein. Wo sind sie? Na? Bestimmt hier, Mama, ne? Im Ofen bestimmt. Ja, da habt ihr bestimmt unsere Geschenke verpackt. Oder meine. Es wurde nichts versteckt, Julian. Du hast einfach. Ah, doch, bestimmt. Ach, Julian, mach dir nichts. Oh Mann, Mama. Sei nicht traurig, mein kleiner Spatz. Wie soll ich denn nicht traurig sein? Ich habe gar keine Geschenke. Emma und Hannah haben so viel Geschenke bekommen. Das ist voll fies. Aber du kannst den Nikolaus ja später in der Kita selbst fragen, warum du nichts bekommen hast. Oh, da kommt er doch zu Besuch. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Der kann was erleben. Hallo Julian, wir unterhalten uns gerade darüber, was uns der Nikolaus gebracht hat. Oh, ja, der schön. Nikolaus war so nett zu mir. Der ist gar nicht nett. Ich habe ganz viel Schokolade bekommen. Wieso denn nicht nett? Ich habe eine Puppe bekommen. Wisst ihr, warum der nicht nett ist? Ich habe gar kein Geschenk heute bekommen. Kein Julian? Einziges. Ich, Julian Vogel, habe kein Geschenk bekommen. Ich bin doch so brav, ich mache gar nichts und ich bekomme kein Geschenk. Das kann doch gar nicht sein. Das kann schon sein. Oh Mann, ey, alle haben Geschenke außer ich. Das ist voll fies. So, Kinder, in ein paar Minuten kommt der Nikolaus. Bildet schon mal einen Stuhlkreis. Ich kann gar nicht sehen. Wie siehst du denn aus heute? Ich bin der Gehilfe des Nikolaus. Also, los, ein Stuhlkreis bilden. So ein schönes Kleid. Dankeschön. Hallo, meine lieben Kinder. Buh. Ich hoffe, ihr habt alle meine Geschenke erhalten, die ich euch nach Hause gebracht habe. Dankeschön. Wart ihr alle zufrieden? Nein, gar nicht. Oh, hier scheint hier vorne in der ersten Reihe jemand nicht zufrieden zu sein. Julian Vogel. Julian, dann komm mal auf meinen Schoß. Was ist denn los, Julian? Eine Frage, Nikolaus, eine ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich mit dir los? Mit mir? Was ja, soll denn wo, mit wo sind mir denn meine los Geschenke? Sein? Meine Schwestern Emma und Hannah, die haben beide Geschenke bekommen und ich habe gar nichts bekommen. Was ist denn los? Vielleicht, Julian, waren deine Schwestern brav? Brav? Ich bin und brav. Du? Natürlich bin ich brav. Ich mache doch nie einen Unsinn. Leider hatte heute mein Kollege, der Knecht Ruprecht, keine Zeit, um dir die Route vorbeizubringen. Wie, Knecht Ruprecht? Nikolaus, nenn mir mal eine Situation, wo ich Unsinn gemacht habe, wo ich nicht brav war. Nur eine. Julian. Da fallen mir einige ein. Da ist Bobo und auch der Drache. Ich habe euch schon erwartet. Was soll was? Gib mir mein Spielzeug wieder. Dein Spielzeug? Du hast alles weggeklaut. Ich habe gar nichts geklaut. Ich möchte einfach nur Süßigkeiten für diese Spielzeuge hier. Gib mir mal einen Ballon. Ich will jetzt auch einen Ballon. Es wird immer schlimmer. Wie bei den Affen. Um Himmels Willen! Wer war das? Was? Kinder, geht lieber raus. Die Toilette ist übergelaufen. Wer war das denn? Warum bewegt sich der Wagen? Ich drücke doch gar nichts. Oh nein, die Wand, nein. Okay, ich sehe es ja ein. Ich war nicht immer ganz brav, aber alle haben Geschenke bekommen und ich nicht. Das ist voll unfair. Na gut, Julian, ich merke, du bist sehr einsichtig. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Ein Stoffhase für dich, Julian. Ja, ist das meiner? Der ist für dich, damit du deinen Schwestern nicht mehr die Puppen klauen musst. Nein, mach ich nicht, versprochen. Oh, der ist ja richtig cool. Das war alles nur ein Prank, Julian. Aber ich hoffe, es war dir eine Lehre. Haha, ich hab das coolste Geschenk hier. Danke, Nikolaus. Du kommst jetzt in meine beste Freundeliste. Guck mal, Emma, was ich gebastelt
bestellt habe. Für Weihnachten. Was ist das? Bist du gefesselt? Nein, das ist eine Girlande mit Tannenbäumen. Ach so. Oh, das ist aber schön, Hannah. Wie hast du das bloß gemacht? Einfach nur mit Papier und Schere. Wenn du willst, kann ich dir beibringen, wie das geht. Dann können wir vielleicht das ganze Haus dekorieren. Oh ja, komm, wir gehen in dein Zimmer. Das wird richtig toll. Überall Girlanden. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich kann gar nicht hinsehen, aber irgendwie muss ich da hinsehen, weil das ist so hässlich. Wie das wollt ihr hier, ihr wollt das Haus damit dekorieren? Wir wollen das ganze Haus damit dekorieren. Oh Mann, oh Mann. Johann hat einfach gar keine Ahnung von sowas. Er weiß überhaupt nicht, was schön ist. Also, mir macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Komm, wir machen noch mehr davon. Emma, also du faltest einfach das Papier so hin und her und dann schneidest du ein bisschen was weg. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt sollen wir das auseinanderfalten? Ja, genau, einfach auseinanderziehen. Oh, das ist ja super geworden. Hast du gut gemacht, Emma. Pia, da staunst du, was wir können. Wir werden alles dekorieren und wenn du willst, werden wir auch deinen Stall dekorieren. Ach, hallo ihr beiden, was macht denn ihr hallo, hier? Hallo Mama, wir basteln. Oh, das finde ich ja toll. Bastelt ihr für Weihnachten? Ja, genau. Wir wollen das ganze Haus dekorieren. Tolle Idee, wir haben ja noch gar nicht damit angefangen. Das macht so Spaß, Mama. Bald ist ja auch schon der erste Advent, also müssen wir wirklich einen Zahn zulegen mit der Weihnachtsdeko. Okay, Mama, wir machen ganz viel Weihnachtsdeko, aber dafür brauchen wir jetzt unsere Ruhe, also tschüss. Okay, okay. Ihr seid ganz schön fleißig. Finde ich ja toll. Also, wenn ihr mich sucht, ich bin unten. Ihr beiden, ihr kommt mir ja vor wie richtige Weihnachtswichtel. Emma, ich habe noch eine Idee. Ich gehe mal runter in den Keller. Vielleicht haben wir da noch Klebeband. Dann können wir damit unsere Girlanden ankleben. Gut, Hannah, und ich bastel noch ein paar von diesen Girlanden. Oh, ich habe dieses tolle rosane Klebeband gefunden. Damit können wir alles bekleben. Vielleicht noch ein paar rosane Streifen. Vielleicht können wir noch ein paar Sterne daraus ausschneiden. Das wird richtig, richtig toll. Hannah, wirklich, dein Ernst? Wobei, nee, das wundert mich jetzt gar nicht. So ein hässliches Band, das passt. Viel Spaß damit. Oh Mann. Die haben sowas von keine Ahnung, wie man hier das Haus dekoriert. Also wenn ich das machen würde, ich würde das viel, viel besser hinbekommen. Guck mal, Emma, was ich gefunden habe. Rosanes Klebeband. Ist das nicht schön? Oh, wow, da können wir ja noch ganz andere Sachen mit basteln. Jetzt haben wir echt schon einen ganzen Haufen. Lass uns doch mal anfangen, ein paar Sachen anzukleben. Dann können wir später noch ein bisschen was nachbasteln. Ah, ich finde, das sieht toll aus. Das passt auch gut zu der Treppe da mit dem Grün, mit den Tannenbäumen. Ja. Ich klebe direkt hier drunter noch eine an. Dann haben wir die ganze Treppe schön verziert. Und wo machen wir dann weiter? Also hier passt diese Girlande wirklich super hin mit dem Grün. Passt echt perfekt. Bin begeistert. Ich glaube, ich tue es. Ja, ich mache es. Julian, der Innendesigner. Also ich krieg das auf jeden Fall hin. Das wird hier das schönste Haus über Weihnachten. Oh, die haben doch keine Ahnung, wie man das macht. Aber wo finde ich denn die ganzen Sachen? Ah, natürlich in der Küche. Wo denn sonst? So, perfekt. Genau dahin. Da kommt jetzt so eine schöne Weihnachtspfütze hin. Damit auch jeder weiß, okay, mein Fuß ist nass und es ist Weihnachten. Oh, perfekt. Oh, klasse. Genau so wollte ich es haben. Das ist ja schon so ein kleiner Weihnachtsfluss hier durchs Haus. Oh Mann, das wird sowas von super. Also das nicht nenne ich Dekoration hier. Aber was könnte ich denn noch machen? Ah, da kommt mir eine Idee. Also so mit Werkzeugen, damit kann man ja nicht nur arbeiten, ne, sondern man kann es zum Beispiel auch hier in diese Pflanze stecken. Dann ist es eine tolle Deko. Oh Mann, ich bin sowas von gut. Aber irgendwas fehlt hier noch. Ah, natürlich. Wie gut das aussieht und so richtig geheimnisvoll. Da haben wir ein paar Löffel und ein Messer oder mehrere, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie könnte ich das denn nur nennen? Ich nenne das Julians Besteckkette, ja. Und vielleicht finde ich ja noch ein paar Blätter draußen und die reiße ich dann ab oder vom Boden und die verteile ich dann hier. Dann ist das wie draußen. Und oh Mann, wenn es noch schneien würde, dann würde ich Schnee hier reinholen. Oh, ich muss sagen, das sieht so toll aus, ich muss schon fast weinen. Oh Mann, ey, das ist sowas von cool. Und das ist Julians Geniestreich. Ich habe hier einen eigenen Weihnachtsbaum gebaut mit Tellern und Gläsern und Flaschen. Oh Mann, ich bin so ein Genie. Und was könnte ich hier mit den Stühlen machen? Wobei, das könnte doch eigentlich auch so bleiben, oder nicht? Julian, wie sieht's denn hier aus? Julian, was hast du hier gemacht? Warum sieht's hier so chaotisch aus? Das ist echt furchtbar geworden. Aber Mama, bitte was? Also du hast ja auch gar keine Ahnung von schöner Dekoration, oder? Guck dir das mal an, das ist ein Meisterwerk. Also ich glaube, Leute aus ganz woanders werden hier hinkommen und sich das anschauen wollen. Also wieso hast du denn hier Limonade auf den Boden geschüttet? Und was macht das ganze Besteck und die Stühle hier? Das ist einfach nur Chaos. Wir wollen als nächstes hier die Girlanden aufhängen. Was ist denn hier denn aus? Passiert? Hey Leute, ich bin von der Arbeit ein bisschen früher. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Ist irgendwas passiert? Wurden wir ausgeraubt oder so?
Ihr habt doch gar keine Ahnung. Das ist richtige Dekorationskunst. Ich sollte das beruflich eigentlich machen. Ihr habt keine Ahnung. Julian, das soll Dekoration sein und unsere Girlanden aus Papier findest du hässlich? Das sieht aus, als wenn ihr eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja, das sagt die Richtige. Guckt euch mal diese Papierdinger an. Von wo habt ihr die? Vom Müll oder so? Oder das sieht doch voll doof aus. Ach, da lässt man den Jungen 5 Minuten aus den Augen und dann sieht die Küche aus wie... Keine Ahnung. Einfach nur... Also, was ich nicht verstehe, sind diese Stühle hier. Warum liegen die denn hier so... Also, da muss man doch drauf sitzen, oder nicht? Und da tue ich mir doch weh, wenn ich mich jetzt hier drauf setze. Papa, vorsichtig, mein Weihnachtsbaum, siehst du das nicht? Das ist Julians Weihnachtsbaum. Oh Mann, ey, du hast auch keine Ahnung, Papa. Und das habt ihr auch noch gar nicht gesehen, oder? Weil wenn ihr das gesehen hättet, dann hättet ihr gesagt, ja, Julian, also die Dekoration ist richtig schön. Hier, die Zange in der Pflanze, besser geht's doch gar nicht. Und nicht so ein komisches Zeug, was ihr habt. Also, was soll das denn sein? Und das soll schön aussehen? Verstehe ich nicht. Ach Mann, wir wollten eigentlich die Küche dekorieren, Julian. Und jetzt ist ja überall dein Zeug. Also, das hat auf jeden Fall wieder bewiesen, dass wir das mit der Deko besser selber machen. Also, das Thema Deko ist zwar gar nicht mein Ding, aber ich glaube, das hätte ich ein bisschen besser hinbekommen als Julian. Also, zumindest das hier mit den Stühlen. Was soll das überhaupt? Das verstehe ich nicht. Oh Mann, heute wird gewichtelt bei unserer Weihnachtsfeier. Ich bin so gespannt, wie Dave das hier findet. Ich glaube, er wird es richtig gut finden. Und du, Pia, ich fand das echt nicht gut, dass du im Einkaufszentrum geklaut hast. Oh, ich weiß, Hannah, das war nicht richtig. Ich habe auch total Ärger von meinen Eltern bekommen. Oh, ich wollte ihn einfach beeindrucken mit dieser Uhr. Und die war auch viel zu teuer. Ich hätte sie mir nie leisten können. Und ich durfte jetzt nicht nochmal allein ins Shoppingcenter, nur wegen dieser Uhr. Meine Eltern haben gesagt, ich soll jetzt Mr. Handsome einfach diese Orangenmarmelade schenken. Toll, der wird sich freuen. Überhaupt nicht. Ach, wart's ab, Pia. Vielleicht mag der ja Orangenmarmelade. Hier ist das Geschenkpapier. Willst du auch? Oh, ich freue mich schon auf Daves Gesicht. Der wird bestimmt sich so mega doll freuen. Ich glaube, jetzt müssen wir uns auch echt schon ein bisschen beeilen. Jetzt müssen wir noch die Namen draufschreiben. Ich werde extra meine Schrift ein bisschen verstellen, damit Dave nicht erkennt, dass das von mir ist. Oh, ich finde es so peinlich, dass ich ihm jetzt eine Marmelade schenken muss. Ich wollte unbedingt Mr. Handsome ziehen. Und jetzt kriegt er eine olle Marmelade. Mann. Ich schreibe einfach in Großbuchstaben. Dann kann Dave das nicht so gut erkennen, dass das meine Handschrift ist. Och Mann, Hannah, kannst du mir dann auch mal den Stift geben? Ich muss jetzt seinen Namen draufschreiben, auch wenn ich es gar nicht will. So, dann mal schnell zur Schule. Guck mal, Mama, wie schön wir die Geschenke eingepackt haben. Wir wichteln doch jetzt gleich. Oh, die sehen ja toll aus. Ich wünsche, ich würde so ein tolles Geschenk bekommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und auch, dass ihr tolle Geschenke zurückbekommt. Danke, Mama, bis später. So, Leute, also heute nochmal auf Deutsch, ne? Also, ne, ihr könnt ruhig Deutsch reden heute. Wir werden ja heute die Wichtelgeschenke verteilen und ich sehe auch, ich glaube, alle haben das Wichtelgeschenk mit, oder? Ja! Ja, es liegen noch 8 Geschenke in der Mitte und wir sind 8 Leute, die mitmachen. Warte mal, ich zähle mal. 1, 2, 3, 4. Ah, okay, ich glaube, die anderen liegen da drunter. Okay, wollen wir dann starten, Kinder? So, wer möchte denn als erstes sein Geschenk hier raussuchen und öffnen? Ich hoffe nicht, dass Mr. Handsome sein Geschenk als erstes öffnet. Dann ist die Stimmung im Eimer. Okay, ich sehe schon, ihr wollt alle anfangen. Hier, Mr. Handsome, Mr. Handsome, hier! Okay, wisst ihr was? Das wird mir zu anstrengend. Wir fangen jetzt hier rechts neben mir an und dann gehen wir einfach im Kreis weiter. Also immer dann ein Stuhl weiter, okay? Dann darfst du hier anfangen. Oh, wow, ich hatte eine richtig süße Puppe drin. Darf ich jetzt Mr. Handsome? Bitte! Klar, Luisa, gerne. So hatten wir das hier eben abgesprochen. Ich habe einen Schmetterling zum Spielen. Und dann kann man auch als Deko benutzen. Psst, Tim Simon, du bist dran. Du bist jetzt dran. Oh, okay. Also ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Okay, ist das ein Biobuch oder so? Naja, danke auf jeden Fall. Also ich glaube, hier geht's um Vögel, oder? Naja, wer hat mir das wohl geschenkt? Vögel? Oh, ich glaube, das war Hannah Vogel. Ja, ich glaube, die hat mir das geschenkt. So, dann bin ich ja jetzt dran, ne? Oh, jetzt ist Dave dran. Wie aufregend. Okay, ich habe mein Geschenk schon entdeckt. Wow, ist ja ziemlich groß. Okay, ich bin gespannt. Wie ist das denn bitte verpackt? Das ist ja richtig schwierig. Okay, ich versuch's. Ah, sehr, sehr witzig. Also, ja, super. Also, ich dachte, wir machen hier kein Schrottwichteln. Was ist das denn für eine Sonnenbrille, bitte? Die würde ich doch niemals tragen. Ja, okay, der Schokoriegel ist ganz cool, aber sonst... Naja, okay, danke. Oh Mann, ich glaube, Dave findet die Sonnenbrille gar nicht so gut, wie ich dachte. Also, ich möchte zwar nichts sagen, ne, und von niemandem hier den Modestil angreifen, aber, ja, das sieht so aus, als würde die meinem Opa gehören. Also, der hat früher auch so welche Sonnenbrillen getragen. Mann, ach Mist. Dave mag das nicht.
Leute, Leute, schaut mal, ich bin der größte Clown hier in der Schule. Schaut euch das mal an. Wer läuft denn so bitte freiwillig rum draußen? Oh Mann, ja, ich weiß, mein Opa. Aber ja, bei dem ist das normal. Ja, Dave, ist ja gut, wir haben's verstanden. Mr. Hanson, bin ich jetzt dran? Ja, wir machen dann weiter. Ja, John, du bist dann. Such mal dein Päckchen und pack es dann aus, bitte. Okay, mein Päckchen ist jetzt nicht so groß, okay? Was ist das? Ah. Oh, da hat mir jemand... Wow, ein Schleichspielzeug gekauft. Ein Schleichzebra, okay. Vielen Dank, dankeschön. Also da wusste jemand, dass ich wohl Tiere mag. Also nochmal danke. Dann bin ich jetzt wohl an der Reihe. Ich habe schon entdeckt, wo mein Name draufsteht. Dieses große pinke Paket ist wirklich für mich. Da an der Seite steht H-A-N-N-A-H. Oh, wie schön. Ich habe einen Spiegel bekommen. Der sieht aus wie ein richtiger Prinzessinnenspiegel. Oh, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Total schön. Da wusste wohl jemand, was mir gefällt. Oh Mann, gleich wird Mr. Hanson diese Marmelade auspacken. Und dann schäme ich mich in Grund und Boden. Gut, dann packe ich jetzt mein Päckchen aus. Oh, Duschgel. Einmal hier, ich glaube, das ist Mango und das andere Himbeere. Danke schön. Oh, ich glaube, das Pinke habe ich auch zu Hause. Das riecht total gut. Okay, Kinder, ich glaube, das ist hier das letzte Paket. Ja, natürlich für mich. Ja, Mr. Handsome. Ja, dann möchte ich das mal öffnen. Oh, ich werde gleich im Erdboden versinken. Oh. Oh, okay. Also, ich weiß zwar nicht, wer mir das hier geschenkt hat, aber vielen Dank. Thank you. Ich liebe diese Marmelade. Ist das Orangenmarmelade? Also, wenn die jetzt noch selbst gemacht ist, also dann wird die sowas von gut schmecken, sage ich euch. Vielen Dank. Was? Echt jetzt? Das ist doch ein Scherz, oder? Der liebt Orangenmarmelade? Was für ein Glück! Also Kinder, ich muss euch sagen, das ist, glaube ich, das beste Wichtelgeschenk, was ich bisher jemals in einer Schule bekommen habe. Also vielen Dank. Also über die Weihnachtsferien werde ich, glaube ich, nur noch Orangenmarmelade essen. Okay, Kinder, ich glaube, das war's, ne? Also jeder hat sein Geschenk ausgepackt. Sehr schön. Also ich kann nur hoffen, dass ihr euch alle so freut wie ich. Denn ich habe mich echt wirklich gefreut. Das hat man, glaube ich, ein bisschen gemerkt, oder? Ja! Nö! Also, Mr. Hanson, gucken Sie sich mal bitte meine Brille an. Also, wenn sich darüber jemand freut, also, tut mir leid, mit dem stimmt ja irgendwas dann nicht. Dave mag wirklich das Geschenk gar nicht. Ich schließe mich jetzt hier in der Toilette ein und komm nie wieder raus. Mann, ist das blöd. Du, wo ist dein Hannah, Pia? Die ist gerade gegangen. Die ist weinend rausgegangen aus dem Klassenraum. Weinend? Ja. Okay. Oh, meinst du, ihr Geschenk hat ihr nicht gefallen? Also, ich habe mir wirklich Mühe gegeben und dachte, dass dieser Spiegel ihr gefällt. Ach, der Spiegel hat ihr total gefallen, aber das, was sie dir geschenkt hat, das hat dir überhaupt nicht gefallen. Das hat sie echt verletzt, glaube ich. Die Sonnenbrille. Oh nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Die Sonnenbrille ist von ihr und ich habe mich in einer Tour darüber lustig gemacht. Ich kann es einfach nicht lassen. Oh Mann, ich habe sowas von Ärger am Hals. Das gibt's doch nicht. Oh, erstmal eine schöne Tasse Kaffee. Oh, bin ich müde. Oh, die Kinder schlafen noch. Hm? Was ist das denn? Ich habe gar nicht gemerkt, dass der Postbote schon da war. Dann wollen wir doch mal schauen, für wen der Brief ist. Für Hannah, Julian und Emma Vogel? Wer schreibt den dreien denn? Komisch, ich glaube, die haben noch nie Post bekommen. Hm. Ich werde den Brief mal nach oben bringen. Die freuen sich bestimmt, wenn sie Post bekommen. Und das ist das Erste, was sie heute erledigen können. Emma, stehst du auf? Oh Mann, Mama, lass mich doch bitte schlafen. Warum soll ich aufstehen? Ich dachte, dich würde interessieren, was das hier für ein Brief ist, der für euch gekommen ist. Für Julian, für dich und für Hannah. Was habe ich da gehört? Ein Brief ist gekommen für uns drei? Hä? Was? Ein Brief für uns alle? Das ist bestimmt vom Weihnachtsmann. Ich bin wach. Mama, zeig mal den Brief. Oder kannst du ihn vorlesen am besten? Hey, was soll das denn? Mama, bleib doch hier. Julian, der Brief ist auch für Hannah. Die müssen wir jetzt auch noch wecken. Und dann lesen wir ihn alle zusammen. Guten Morgen, Hannah. Hier ist was für dich angekommen, ein Brief. Oh nein, ist der Brief etwa wieder von E.E., der mir auch die Torten und die Blumen geschickt hat? Nein, der Brief ist für euch drei, für dich, für Julian und auch für Emma. Ah, zeig mal her, Mama, gib mal. Hannah, lies doch jetzt mal vor, was steht denn da drinnen? Hey, los, laut. Los jetzt. Der Brief ist vom Weihnachtsmann. Was? Weihnachtsmann? Oh Mann. Also, liebe Hannah, Emma, lieber Julian. Es freut mich zu hören, dass ihr alle brav gewesen seid. Und ich bedanke mich für euren ausführlichen Brief. Leider kann ich nicht alle eure Wünsche erfüllen, denn ich bin kein Millionär. Genau, wie Hannah nämlich schon gesagt hat, steht da. Ein Brief vom Weihnachtsmann? Ich werde verrückt, wie spannend. Mama, der Brief ist nicht für dich. Warum hörst du überhaupt mit?
Na, weil mich das interessiert, von wem meine Kinder Briefe bekommen. Aber der Brief ist auch nicht an Pia adressiert und sie hört auch mit, also kann ich ja wohl auch mithören, oder? Steht denn da noch mehr, Hannah? Lies ruhig weiter, los! Wirklich bescheidene Wünsche waren auch nicht dabei und um Weihnachten habe ich immer sehr viel zu tun. Oh. Vielleicht mögt ihr mir helfen als Wichtel? Euer Weihnachtsmann. Boah, was? Wie jetzt? Als Wichtel? Jetzt müssen wir noch was tun, damit wir die Weihnachtsgeschenke bekommen. Dabei war ich doch so brav. Och, Mann. Was soll das heißen, als Wichtel? Was ist das? Emma, das sind die Gehilfen vom Weihnachtsmann. Oh, das müsst ihr jetzt unter euch ausmachen. Also, Mann. Ob ihr wirklich Wichtel sein möchtet? Ich habe keine Lust zu arbeiten. Ich halte mich da raus. Oh Mann, was hätte ich alles getan, wenn ich nur einmal in meinem Leben einen Brief vom Weihnachtsmann bekommen hätte. Verrückt, dass er wirklich antwortet. Da unten drunter steht auch noch eine Telefonnummer. Wir sollen da anrufen und ihm antworten. Was? Wir sollen den Weihnachtsmann anrufen? Los, anrufen, 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 anrufen. Oh Mann, wie aufregend. Ich wähle jetzt. Mal gucken, ob er wirklich erreicht ist. Du hast dich aber nicht verwählt, oder? Es tutet. Vielleicht geht er ja gleich dran. Oh, grüß ihn mal von mir, grüß ihn von mir. Ja, von mir auch. Hallo, hier ist Hannah Vogel. Ist da der Weihnachtsmann? Ach, hallo Hannah, schön, dass du anrufst. Ja, genau, hier ist der Weihnachtsmann. Wollt ihr jetzt eigentlich als Wichtel arbeiten oder nicht? Und ist er dran? Ist er wirklich dran? Ist der Weihnachtsmann? Hallo, hier ist Julian. Hallo. Ich bin dein größter Fan und ich will eine Playstation, danke. Also, hallo Weihnachtsmann. Wir freuen uns wirklich, dass du am Telefon bist. Und auch über deinen Brief haben wir uns total gefreut. Und ja, wir wollen bei dir arbeiten. Oh, das freut mich zu hören. Also, ich brauche wirklich fleißige Wichte. Und ich glaube, bei euch, da liege ich goldrichtig. So, meine Wichtelchen, in den nächsten Tagen erreicht euch ein Paket. Da ist eure Arbeitskleidung drin. Julian, Emma, wir bekommen bald ein Paket mit unserer Arbeitskleidung. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Hey, Weihnachtsmann, was ist das denn für eine Arbeitskleidung? Ach Mann, der hat einfach aufgelegt. Das Gespräch war viel zu kurz. Wir hatten doch noch so viele Fragen. Oh Mann, oh. Ich hätte auch gerne mit dem Weihnachtsmann telefoniert. Ich komme ja schon. Einen Moment. Guten Tag. Guten Tag. Was ist das alles? Das hier ist eine Lieferung für Familie Vogel. Ich schaue gerade für Emma, Hanna und Julian Vogel. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, sehr gut. Dann ist meine Arbeit ja schon getan. Und unterschreiben brauchen Sie auch nichts. Der Versand wurde schon bezahlt. Ja, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Was ist das alles? Merkwürdige Sachen sind da drin. Julian, Hanna, Emma, es ist schon wieder Post für euch gekommen. Zweimal am selben Tag? Was schon? Oh, was? Bestimmt wieder vom Weihnachtsmann, aber ich dachte, das dauert viel länger. Also ganz ehrlich, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir das heute bekommen. Also, ich auch nicht, echt schnell. Der hat wahrscheinlich irgendwie so Expresslieferung bei ihm im Haus. Ah, das sind oder unsere Klamotten. Sowas. Bestimmt zahlt er dafür extra. Das ist wohl unsere Arbeitskleidung. Für uns als Wichtel. Ach, ist das putzig, das ist hier ein Wichtelmützchen. Oh Mann, wie wir aussehen. Hanna, du siehst so aus wie Mama früher auf den Fotos, also wenn sie ihre Winterklamotten anhatte. Und du siehst aus wie ein Gartenzwerg, Julian. Sind doch gar nicht. Oh Mann, was sind das denn für Schüchchen? Wie aus Tausend und einer Nacht, wie bei Aladdin. Ja, die sehen komisch aus. Und ich habe nur eine Mütze, aber vielleicht bin ich das jüngste Wichtelchen vom Weihnachtsmann, was es jemals gab. Deswegen gibt's auch keine Klamotten in meiner Größe. Oh, schaut mal, da unten ist auch noch wieder ein Brief vom Weihnachtsmann drin. Und nochmal vorlesen, ganz, ganz schnell, los. Los. Also, hier steht, liebe Hanna, Emma und Julian, bitte bastelt für mich Geschenkverpackungen. Ich bin nämlich sehr, sehr schlecht im Geschenke einpacken. Euer Weihnachtsmann. Julian, frag mal Mama nach Geschenkpapier. Das brauchen wir dafür. Julian, wie siehst du denn aus? Oh, total knuffig. Kannst du das bitte immer tragen? Ah, voll witzig. Mach nie wieder so welche Witze. Ich bin Weihnachtswichtel. Du Mama, ich wollte eigentlich auch noch fragen, ob wir noch Geschenkpapier haben. Das brauchen wir nämlich. Ich bin schon auf der Suche. Hier irgendwo muss das liegen. Ach, Julian, kann ich bitte ein Foto machen? Nein, keine Beweisfotos. Nein, auf gar keinen Fall. Mama, willst du mich von meiner Arbeit abhalten? Also, ganz ehrlich, da bin ich mal einmal am Arbeiten, mach was richtig Gutes und was machst du? Du machst dich über mich lustig. Also, so nicht. Nee. Oh, wow, das haben wir richtig gut hinbekommen. Ich glaube, der Weihnachtsmann wird richtig stolz auf uns sein. Oh, das sind richtig schöne Geschenke, die wir gemacht groß. Haben. Hoffentlich kriegen wir bald einen neuen Job vom Weihnachtsmann, was wir als nächstes tun müssen. Okay, gut. Alle Geschenke liegen jetzt im Garten. Kann sich der Weihnachtsmann ja dann abholen hier einfach. Oh, vielleicht können wir den Weihnachtsmann ja dann auch sehen. Oh, ich freue mich schon. Vielleicht treffen wir ihn bald. Martin, jetzt war der Weihnachtsmann schon da und die Kinder sind immer noch nicht zurück. Vorhin sind sie rausgegangen zum Spielen. Sie wollten Wichtel spielen oder so. Das ist komisch. Also langsam mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen. Es ist doch schon dunkel draußen. Also ich sehe sie nicht. Wo bleiben die denn? Ich möchte auch die Geschenke aufmachen. Mann. Geschafft. Oh, ich schwitze sowas von. Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen heute. Wir waren in ganz Playmobil City bei den Kindern.
Julian! Julian, Emma, ist das euer Ernst? Habt ihr beide eure Zipfelmütze verloren? Oh nein, die liegt im Schlitten. Ja, ich glaube, meine auch noch. Ist doch nicht schlimm. Jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr. Stimmt, unsere Arbeit ist erledigt. Guckt mal, der Weihnachtsmann war auch bei uns. Wie geht das denn? Ich dachte, wir sollten alles verteilen. Da hat sich der Weihnachtsmann wohl doch noch aufgerappelt, obwohl er krank ist. Sehr tapfer. Ich habe schon die ganze Zeit geguckt, ob auf den Geschenken auch mein Name steht. Wow, mein Name steht hier drauf, weil ich kann ja meinen Namen lesen. Julian, das ist mein Geschenk. Julian, da seid ihr ja. Wo wart ihr bloß? Hey Mama, wir mussten halt arbeiten. Haben wir dir doch gesagt, oder nicht? Ja, viel zu tun, Mama. Ja, wir waren doch die Wichtel vom Weihnachtsmann. Ja. Oh Mann, Mama, das war echt aufregend. Aber wir haben alles geschafft. Unsere Arbeit ist getan für heute. Wir können jetzt ganz entspannt Geschenke öffnen. Können wir die Geschenke sofort aufmachen? Bitte, sofort. Ich möchte mein Geschenk sehen. Also, ich wäre auch dafür, dass wir jetzt schon die Geschenke auspacken, Claudia, oder? Wieso? Wir können doch noch ein paar Liedchen singen. Wie wär's? Oh Gott, Weihnachtslieder. Ich weiß ja nicht. Kinder, was hättet ihr davon, wenn wir als erstes ein Lied singen? Oh. Und danach gibt's Geschenke und dann gibt's was zu essen. Oh, können wir nicht direkt Geschenke auspacken? Ich fang schon mal an. Oh, Tannenbaum. Oh, Mama, bitte nicht. Oh, Tannenbaum. Oh Gott, meine Ohren. Du, Claudia, können wir nicht vielleicht Du Fröhliche vielleicht singen? Also, Klar. Das ist eher mein Song. Wie also, grün sind deine Oh, Mama, wie wär's, wenn wir gar nicht singen? Oh, meine Ohren tun weh. Ich hab eine Entzündung, glaube ich. Oh, nein. Kinder, ihr kennt eure Mutter. Das ist jede Weihnachten so. Tut mir leid, da müssen wir jetzt durch. Du Fröhliche. Wer macht ihr das? Ja. So, Kinder, ich würde sagen, dann ran an die Geschenke. Endlich! Oh, endlich ist das Singen zu Ende. Wo ist denn... Ach, da ist doch mein Päckchen. Wir können ruhig noch weiter singen. Nein, auf gar keinen Fall. Also den Bollerwagen, den kenne ich schon. Den habe ich schon vorher bekommen, schon gestern. Und da drin, da liegt ein Päckchen. Julian, auf drei. 1, 2, 3. Ich bin schneller. Oh, okay, ich kenne dieses Auto. Das kann man mit so einer App fernsteuern. Cool. Oh, eine eigene Gitarre. Da kann ich vielleicht wieder zur Musikschule gehen. Oh, eine neue Puppe. Hallo, du wirst dich sicherlich gut mit den anderen verstehen. Hier bei uns in der Luxusvilla, da gibt's einen Club, der heißt Emma Club. Und da ist der Teddy drin, die lilane Puppe und jetzt auch du. Wow, ist das eine Bohrmaschine für mich? Oh Mann, damit kann ich ja vielleicht mal endlich eigene Sachen bauen, oder? Oder einfach hier was reparieren. Zum Beispiel unsere Küche. Ich repariere unsere Küche. Julian, halt, stopp. Ja, aber wer hat mir das denn geschenkt? Ja, Julian, also der Weihnachtsmann hat dir das Ding geschenkt. Ja, also, dann darf ich hier auch Sachen reparieren. Zum Beispiel hier mein Auto. Oh, toll, in meinem Päckchen waren noch ganz viele Stifte. Dann kann ich ganz schön malen und für die Schule kann ich die auch gut gebrauchen. Am liebsten würde ich sofort losspielen auf meiner Gitarre. Oh, ich habe so tolle Sachen bekommen, ich freue mich. Meine neue Puppe und ich, wir freuen uns auch, stimmt's? Oh, diese Handtasche habe ich mir schon so lange gewünscht. Ich habe ja schon die gleiche in Rot und jetzt auch noch die in Blau. Wow! Hey, endlich habe ich meinen eigenen Laptop hier. Danke, wer immer das auch war, ne, Claudia? Danke. Oh, Papa, das ist ein neuer Laptop. Damit kann man bestimmt richtig gut Minecraft zocken, oder? Julian, also, nee, du nicht. Papa, sonst hier mit der Bohrmaschine, ne? Dann baue ich sonst durch. Nur so als Warnung für dich. Julian, ist ja gut. Wir können uns bestimmt irgendwie einigen. Ja, besser ist es, weil du willst immer bei mir spielen und jetzt darf ich auch bei dir spielen. So, okay, Kinder, das war's jetzt erstmal mit den Geschenken. Ihr könnt gleich damit spielen. Jetzt geht's erstmal ans Essen. Okay, Kinder, guten Appetit, würde ich mal sagen. Guten Appetit! Oh, ich werde mich richtig beeilen, dann kann ich direkt mit dem Auto spielen und mit der Bohrmaschine. Vielleicht kann ich ja irgendwas reparieren hier im Haus. Und ich werde vielleicht nach dem Essen ein bisschen malen oder noch ein bisschen Gitarre üben. Kinder, jetzt kommt doch erstmal zur Ruhe. Wir wollen jetzt ganz gemütlich essen gemeinsam. Spielen könnt ihr danach immer noch. Also ich muss auch sagen, es schmeckt ziemlich lecker hier. Ja, mag ich auch total gern. Wow. Oh, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich habe so viel gegessen. Oh Mann, das war so lecker. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich bewege mich heute keinen Zentimeter mehr. Vielleicht nur einen Millimeter, aber keinen Zentimeter. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, ich bin auch so voll, aber ich glaube, ich spiele noch ein bisschen Gitarre. Hanna, bitte nicht, tu uns das nicht an, bitte. Oh, das war so toll heute. Mhm. Erst haben wir dem Weihnachtsmann geholfen, ja, weil er krank war. Und dann hat er uns trotzdem noch Geschenke gebracht. Und zwar super Geschenke. Ja, danke, Weihnachtsmann. Oh, Claudia, du hast doch jetzt nicht schon wieder Hunger, oder? Obwohl, mein Magen knurrt. An Weihnachten futter ich mich immer so voll. Ich habe immer Hunger, ständig. Hey, Mama, kann ich was reparieren hier mit meinem neuen Bohrer? Hier zum Beispiel den Kühlschrank?
Julian, was machst du denn hier? Also, falls du denkst, ich wollte mir was zu essen holen, da liegst du falsch. Ich habe schon gegessen. Ich habe keinen Hunger. Ich wollte nur den Kühlschrank inspizieren. Mhm. Ach Mama, das ist mir doch egal, ob du was zu essen willst oder nicht. Wobei, in den letzten Tagen, da hast du echt viel gegessen. Naja, egal, interessiert mich ja nicht. Kann ich nicht irgendwas reparieren hier? Julian, hier gibt's wirklich nichts zu reparieren. Die Küche ist gerade neu. Alles funktioniert. Alles in bester Ordnung. Frag doch mal Papa. Vielleicht hat der eine Idee. Ich könnte eigentlich... ja gut, okay, ich geh zu Papa, aber der gibt mir bestimmt wieder voll die unwichtigen Aufgaben. Ha, ich könnte ja eigentlich hier diesen Fernseher reparieren und größer machen. Geht das? Junger Mann, was machst du da mit dem Bohrer am Fernseher? Du willst doch da nicht durchbohren, oder? Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich natürlich nicht, Papa. Sowas mache ich doch nicht. Oh Mann, hast du nicht irgendwas anderes zu reparieren? Ja, vielleicht dein Kopf. Ich habe nichts zu reparieren. Tut mir leid, Julian. Hey, das habe ich gehört. Was meinst du mit meinem Kopf? Da sind doch gar keine Schrauben dran. Och, Mann, vielleicht hat ja Hanna irgendwas für mich. Hey, Hanna, ich bin Julian, der Handwerker. Brauchst du irgendwas? Also soll ich irgendwas reparieren? Oh, Julian, sieht das so aus? Also bei mir ist alles heile. Ich brauche keine Reparatur hier. Naja, also in letzter Zeit bekommst du aber ziemlich viel Ärger in der Schule, weil deine Noten so schlecht geworden sind. Aber die kann ich leider nicht mit dem Bohrer reparieren. Da brauchst du schon Nachhilfe, Lehrer. Tut mir leid. Oh, Julian, raus mit dir. Musst du das mit der Schule erwähnen? Ich hab noch Ferien. Ich will das vergessen. Wie soll man das denn vergessen können? Oh Mann. Der Schuldirektor war sogar bei dir im Lass Haus es, hier. Julian, hau ja, ab. Ja, ist ja gut. Ich geh mal zu Emma. Aber natürlich, ich könnte mal... Ja, natürlich, Emma ist nicht da. Das Prinzessinnenschloss ist aber hier. Ich könnte das hier mal auseinanderbauen. Dann kann sie damit nicht mehr spielen. Julian, geh sofort da weg. Du bohrst hier gar nichts. Nicht mein Prinzessinnenschloss anbohren. Finger weg. Was ist ja gut, ist ja gar nichts. Raus. Ich wollte dir nur ein größeres Schloss bauen. Nein. Ja, genau, das wollte ich mal. Ja, nein, gut, dann nein, eben nicht. Nein. Oh, toll, dann kann ich hier mein Geschenk gar nicht ausprobieren. Ja, ist ja gut, dann spiele ich halt mit dem anderen Ding. Raus jetzt. Dann kann ich hier mit meinem Auto spielen, was ich über die App steuern kann. Das kann man auch tun. Also, wie? Aber na, ach so, nur in dieser App, verstehe. Ach, hallo Maren, hallo Nils. Na, ihr beiden, wart ihr gerade in der Gegend? Ja, wonach sieht's denn wohl aus, Claudia? Spaziergang gemacht oder so? Ja, genau. Also, Julian ist oben, da kannst du gerne hochgehen, Nils. Okay, schön. Und Maren, hast du Lust auf ein Stückchen Kuchen? Also, ich könnte Kuchen immer vertragen. Wie? Oh, schon wieder ein Update? Das ist schon das dritte Update, seitdem ich das Geschenk habe. Och, Mann. Guten Tag, Julian. Was machst du denn da? Och, nö, Nils, bist du schon wieder hier? Also, in letzter Zeit bist du zu oft hier irgendwie. Oh, was willst du? Ach, Julian, beruhig dich doch einfach. Wir waren hier mit Mutter in der Gegend und da dachte ich, wir können ja bei euch hier vorbeischauen und mal gucken, was ihr so zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Ist das dein Auto da? Also, das sieht ja mickrig aus. Da drin kann man aber nicht fahren, oder? Nein, kann man auch nicht. Das kann man nur mit einer App steuern. Das ist doch voll cool. Oh Mann. Mit einer App steuern? Ein Fahrzeug? Oh, wie witzig. Hä, was ist daran witzig? Außerdem ist das voll das coole Weihnachtsgeschenk. Was hast du denn so bekommen? Ach, was ich bekommen habe? Aber wenn du mal wüsstest. Ach, Claudia, dieses Jahr konnten wir wirklich nicht so viel für unsere Weihnachtsgeschenke ausgeben. Mike sagte, wir müssen uns auf 1 Million Euro beschränken. Toll. Das ist doch wohl ein Scherz, Maren, oder? 1 Million Euro für Weihnachtsgeschenke? Sophie hat noch nicht mal unser ganzes Haus mit Einrichtung gekostet. Oh, ich fall vom Hocker. Ja, ich fall auch vom Hocker. Also das sieht uns gar nicht ähnlich. Das ist echt eine Blamage für unsere Familie. Ach so, Julian, und du hast auch diesen Bohrer zu Geschenk bekommen? Ach, naja, also das ist ja nicht so schön. Also ich find's cool und außerdem, was lästerst du hier über meine Geschenke? Was hast du denn für Geschenke bekommen, hä? Naja, ich muss sagen, da wir momentan ja auch ständig umziehen und alles, ja, habe ich jetzt nicht so tolle Weihnachtsgeschenke bekommen. Aber naja gut, ich kann ja kurz sagen, was ich so geschenkt bekommen habe. Also lass mich mal überlegen. Ach ja, da ist das neue rote Fahrrad. Ja, geht, ist okay. Das ist mittlerweile mein 8. Fahrrad, aber ja... Ja, dann habe ich noch ein bisschen was für mein Sparbuch bekommen. 2 Goldbarren, aber was soll ich damit machen? Momentan ist der Goldwert so niedrig wie nie, also tut mir leid. Also ich weiß, dass das ein Schnäppchen war für Papa. Ach ja, und da wäre noch dieses Boot, Schlauchboot für einen Urlaub. Aber ehrlich gesagt, was soll ich denn damit anfangen? Ich glaube, das werde ich vermieten. Und dann noch der Fernseher für mein privates Badezimmer. Aber ehrlich gesagt, habe ich den direkt kaputt gemacht, weil der war mir viel zu mickrig. Also, du siehst, ich habe jetzt nicht so tolle Weihnachtsgeschenke bekommen. Was? Ist das dein Ernst? Du hast die kurzen Geschenke bekommen, die man jemals... Und du hast Gold bekommen? Oh Mann. Also, tut mir leid, Nils, aber... Also, ihr heißt ja Familie Schnösel, ne? Und du bist ein richtiger Schnösel. Julian, ich weiß ja nicht. Aber, wobei, doch, ein cooles Geschenk habe ich eigentlich bekommen. Wie, warte mal. Du hast noch ein Geschenk bekommen und das sagst du, ist cool? Was ist das denn bitte? Ein neues Haus oder was? Du, Mutter, ich wollte einmal Julian kurz das neue Geschenk von mir zeigen, bei uns, was vor der Haustür ist. Ginge das?
Ja, natürlich, gerne. Das ist ja auch ein Vorzeigegeschenk. Maren, was ist das denn für ein Geschenk genau? Ach, Claudia, wir haben Nils schon mal sein erstes Auto geschenkt. Maren, du meinst wohl ein Bobbycar, oder? Oder so ein Catcar, oder? Oder meinst du jetzt ein richtiges Auto? Er ist doch erst 6 Jahre alt. Ist das hier euer Haus? Aber das sah doch letztes Mal anders aus. Ach ja, frag nicht. Also wir sind hier nur ein paar Tage zur Miete und dann sind wir hier schon wieder raus. Die haben hier nur 75 Zimmer. Also, da komme ich gar nicht drauf klar. Was? 75 Zimmer in so einem Haus? Wo sind die denn bitte versteckt? Na, Julian, ist ja auch egal. Das Geschenk meine ich, das habe ich jetzt schon bekommen. Ist das dein Ernst? Mein Spucke ist kurz weggeblieben. Nils, das ist nicht dein Ernst. Du hast ein echtes Auto geschenkt bekommen und dann noch ein Lamborghini? Oh Mann, weißt du, wie viel der kostet? Der hat ein Auto geschenkt bekommen und nicht irgendein, der hat ein Lamborghini geschenkt bekommen. Aber du kannst doch noch gar nicht fahren und... Oh Mann, das ist ja echt heftig. Julian, bitte pass auf, der lag... habe ich schon geschenkt bekommen, aber ich kann ja noch nicht fahren. Ich fahre jetzt erstmal nur mit Papa und dann, wenn ich 18 bin, dann kann ich den auch fahren. Aber naja, gut, er sieht halt gut aus. Wie mit er sieht gut aus? Der sieht einfach heftig aus. Ja, ich weiß, aber ich, ehrlich gesagt, ich wollte einen weißen Lamborghini und jetzt krieg ich so einen matt-schwarzen oder grau. Also die Farbe gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Ey Nils, das ist nicht dein Ernst. Dieses Auto hier kostet mehr als unser Haus. Oh Mann, alleine glaube ich schon, die Reifen, die kosten schon mehr als unser Haus. Ein Lamborghini. Oh Mann, ich glaube, ich träume. Nee, Julian, du träumst nicht. Aber dabei fällt mir auf, wenn ich 18 bin in 12 Jahren, dann ist dieser Wagen doch schon wieder veraltet. Papa, ich will ein anderes Geschenk. Wie, der will ein anderes Geschenk? Oh Mann, Nils ist ein richtiger Schnösel. Oh Mann. Ich brauche ganz, ganz dringend noch ein richtig tolles Geschenk für Claudia. Was ist denn das? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Martin, was machst du da am Laptop? Kann ich den auch mal haben? Was? Ich am Laptop? Achso, ja klar. Nee, das war Papierkram wegen der Arbeit und so. Ja, Urlaubsplan und sowas. Okay. Mann, der tut aber wirklich geheimnisvoll. Ich würde gerne wissen, was er da so treibt. Ich glaube, das würde Claudia gefallen. Ja, Romeo und Julia. Mhm. Was? Theaterkarten? Claudia, Schatz, ist das dein Ernst? Spionierst du mir etwa nach? Das ist dein Weihnachtsgeschenk. Ja, ich wollte mit dir ins Theater gehen. Oh, Martin, ich finde das total süß von dir. Sorry, dass ich so neugierig war. Naja, okay. Zu spät. Aber ich meine, Romeo und Julia, können wir da nicht auch jetzt hingehen? Oder bald? Ja, okay. Also es gibt sowieso keine Tickets mehr für nach Weihnachten. Ne? Ich rufe mal den Babysitter an. Einen Moment. Oh, hier ist mein Laptop. Den habe ich schon überall gesucht. Ich habe schon vermutet, dass Julian den hat. Okay, das passt. Babysitter ist geklärt. Der kommt dann in einer halben Stunde. Ach, super, dann haben wir noch Zeit, uns fertig zu machen. Jupp. Yep. Fertig machen? Wofür? Wo geht's denn hin? Ja, was machst du da? Warum siehst du so anders aus? Ich mach mich ein bisschen hübsch, Emma. Das ist ein Pinsel, womit ich Rouge auf meine Wangen trage. Ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Und warum hast du ein Hochzeitskleid an? Wird schon wieder geheiratet. Darf ich auch kommen? Schätzi Mausi, also was ist denn jetzt bitte dein Parfum und meins? Also das Blaue oder das Orange? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das Blaue ist für dich, das Orange ist meins. Oh Mann, Papa, wie siehst du denn aus? Habe ich irgendwas verpasst? Ist irgendwo eine Beerdigung oder wie? Papa, du siehst aus wie so ein Cowboy oder so. Cool, wo ist dein Pferd? Mama, also eine Frage, bist du Frau Holle? Frau Holle? Ja. Oh Mann, ihr beiden, ihr kriegt das so nicht raus. Also, die beiden gehen ins Theater, jetzt ist es raus. Und da muss man sich halt schick anziehen. Was? Wie bitte Theater? Also Theater kannst du auch hier zu Hause haben mit mir, wenn du willst. Oh nee, Julian. Papa und ich werden heute schön ausgehen ins Theaterstück Romeo und Julia. Und es gibt auch extra einen Babysitter, der wird dann auf euch aufpassen. Oh, schon wieder ein neuer Babysitter. Ich hoffe, niemand von dieser Agentur nein. Da. Ich bin gespannt. Hallöchen, ist niemand zu Hause? Kann mal jemand den Party-Opa reinlassen? Ich meine den Opa, hallo. Oh, es ist nur Opa. Opa, ja. Ach, das sind ja meine Opa. Lieblingsenkel. Na, wie geht's euch? Oh, Opa. Und Kinder, natürlich hat der Opa wieder eine Überraschung für euch. Oh, aber ja. Psst, niemanden erzählen, besonders nicht euren Eltern, okay? Die Spielverderber. Ach, danke, Papa, dass du so schnell kommen konntest. Das war wirklich sehr spontan, aber wir können jetzt ins Theater, glaube ich. Ich glaube, ich träume. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Eine Fata Morgana, glaube ich, aber ich bin nicht in der Wüste. Ach, danke, Papa, das ist wirklich lieb. Wunderschön. Claudia, also dich meinte ich jetzt gerade gar nicht, sondern Martin. Ja, oh, dieser Anzug. Oh, zum Abknutschen bist du. Ja, alles klar, vielen Dank. Ich glaube, wir sollten gehen, das ist unser Stichwort. Ja, ihr könnt ruhig gehen, ihr Spielverderber. Ich meine euch viel Spaß natürlich. Was machen ich hab wir die jetzt? Hier schon im Griff. Opa! Claudia, kommst du jetzt bitte? Ja, einen Moment. Und bevor ich's vergesse, geht auf gar keinen Fall in die Garage. Also weder ihr Kinder noch Opa. Habt ihr gehört? Nicht in die Garage gehen. Sperrzone. Ja, alles klar. Garage, Sperrzone. Schon verstanden. Ach ja, stimmt. Garage, ja, da war ja was. Ja, okay. Und jetzt ab ins Theater. Los. Garage, da ist doch nur unser Auto. Was soll denn da sein? Ja, ein Geheimnis.
Ah, yes! Also sie sind jetzt weg, die Party kann starten! Und Opa, was machen wir jetzt? Und was ist mit unserer Überraschung? Ja, die wollen wir sehen! Ach super, natürlich! Ich hol's kurz aus dem Auto! Ja, was sagt ihr? Also das ist eine Rutsche für das Hochbett! Wie, was? Noch nie gesehen sowas! Und wo, was machen wir jetzt damit? Ach na was wohl, das kommt an dein Bett ran! Hier, meins vielleicht, bitte! Oh, daran hätte ich denken müssen. Ihr habt ja zwei Hochbett. Also, Julian und Hanna, ihr müsst das jetzt klären. Wir haben nur eine Rutsche. Okay, dann gibt es das Duell der Duelle. Schnick, schnack, schnuck. Alles klar. Wer gewinnt, der kriegt die Rutsche. Na toll, und ich werde gar nicht gefragt, weil ich kein Hochbett habe. Was für eine tolle Überraschung. Davon habe ich einfach mal 0, gar nichts. Ich habe gewonnen und du hast verloren. Das heißt, die Rutsche kommt in mein Zimmer an mein Bett. Julian, also es tut mir leid, ich glaube, diese Rutsche ist nicht für dein Bett geeignet. Die ist ja ziemlich steil hier, die Rutsche. Oh Mann, ich glaube, jetzt bin ich doch ganz froh, dass sie nicht an meinem Bett ist. Ich würde mich das nicht trauen, darunter zu rutschen. Okay, Herausforderung angenommen. Dann mache ich das eben. Muss ich halt. Naja, ob das so eine gute Idee war, das kann auch recht nach hinten losgehen. Ich glaube, wir sollten lieber ein kleines Stückchen weggehen, weil wer weiß, wo Julian landet. Ganz genau. Achtung da unten, jetzt kommt Julians Vogel mit seiner nigelnagelneuen Rutsche. Oh, Julian, hast du dich verletzt? Oh, nein, nein, das hätte ich vorher wissen müssen. Alles in Ordnung, mein Junge? Opa, mein Kopf tut ein bisschen weh. Ich glaube, ich habe eine Beule. Das hat ganz schön gerumst. Eieiei, das kühlen wir ganz schnell. Oh, was habe ich nur gemacht? Ja, wir haben so Kühlakkus im Kühlschrank. Geh schön drauf damit. Oh, ich kriege so Ärger von Romeo und Julia. Ich meine natürlich von Claudia und Martin. Opa, weißt du, was in der Garage los ist? Warum dürfen wir da nicht reingehen? Das weiß ich leider nicht. Und könnt ihr bitte euren Eltern nicht erzählen, dass Julia noch runtergefallen ist? Na gut, Opa. Ich sag nichts. Meine Lippen sind versiegelt. Und guck mal, der Schlüssel hier, den werfe ich jetzt weg. Ich sag auch nichts. Opa, also wenn wir das nicht erzählen sollen, dann zeigst du uns jetzt aber mal bitte, was in der Garage drin ist. Oh, das ist super. Julian hat immer so gute Ideen. Naja, ich habe nichts gesehen. Die Garagentür stand einfach so offen. Ich gucke hier Fernsehen und weiß von gar nichts. Los, in die Garage. Ab in die Garage. Mal sehen, was da drin ist. Ob das so eine gute Idee war, die in die Garage zu lassen? Oh, ich hoffe, Martin und Claudia bekommen das nicht mit. Leute, ich glaube, wir haben unsere Weihnachtsgeschenke entdeckt. Für jeden eins. Kinder, also ihr solltet das lieber nicht auspacken. Das reicht ja. Wir haben jetzt gesehen, was in der Garage drin war. Sonst merken die das ja wegen dem Geschenkpapier. Upsi, zu spät. Was ist das denn? So eine Decke, die kann man in die Steckdose tun. Und dann wird das warm. Was ist das? Emma, ich glaube, in deinem Paket, das ist eine Heizdecke. Und guck mal, hier bei mir, das sind Kochbücher, 6 Stück. Oh Mama, wie kommt ihr denn zu Weihnachten? Das ist ja total langweilig. Ich bestimmt was richtig Cooles. Ich glaube, hier ist was schiefgelaufen. Hammer und ein Schraubenschlüssel. Bitte? Oh, also, das ist ja toll. Sowas hätte ich auch gebraucht. Kinder, wir sind wieder zurück. Es war ganz toll im Theater. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, Kinder, ganz schnell alles wegräumen. Sie sind da. Was ist hier denn los? Was soll das denn werden? Wart ihr etwa in der Garage? Ja, und zum Glück waren wir in der Garage, denn wir haben eure Weihnachtsgeschenke entdeckt und könnt ihr mir mal erzählen, was das hier soll, was soll ich mit Werkzeugen mit dir? Julian, vielen Dank, das war mein Geschenk an Opa und ja, damit hast du jetzt die Überraschung kaputt gemacht, würde ich sagen. Oh, wirklich, Martin? Stimmt, ich hatte dir letztens davon erzählt und jetzt hast du mir wirklich diesen Wunsch erfüllt. Oh, vielen Dank für die Werkzeuge. Ja, und ich hatte so eine Decke, wo man sich mit wärmen kann. Das brauche ich nicht, das ist total das doofe Geschenk. Ja, und ich hatte ganz viele Kochbücher, aber die brauche ich doch gar nicht. Papa, die sollten die Geschenke nicht aufmachen. Das ist doch gar nicht für die bestimmt. Ach, du solltest sie doch im Auge behalten. Nicht in die Garage war abgesprochen. Claudia, Schatz, es tut mir ja leid. Ich hatte sie kurz nicht im Blick. Aber sowas Tolles, damit habe ich echt nicht gerechnet. Vielen Dank. Hier, Opa, bitteschön. Den Rest kannst du auch haben. Aber vielleicht kann ich vielleicht den Hammer behalten. Und Hanna, diese Bücher sind natürlich nicht für dich, sondern für Tante Maren, damit sie immer vernünftig kochen kann. Tante Maren? Ach, Emmerlein, und die Decke da, diese Heizdecke, die ist natürlich auch nichts für dich. Die ist für Oma, damit sie nicht immer so kalte Füße hat. Oh, da bin ich aber froh. Das wäre echt das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was ich jemals bekommen habe. Zum Glück waren die nicht für uns. Das kann ja nur besser werden, also gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, okay? Also irgendwo muss das hier doch sein. Oh, ich finde nichts. Die Schublade ist total chaotisch. Emma, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Was suchst du denn da? Ach, nichts. Hat sich schon erledigt. Ist hier sowieso nicht. Also, wenn du mir nicht sagst, was du suchst, dann kann ich dir auch nicht bei der Suche helfen. Also, hier im Wohnzimmer ist auf jeden Fall nichts, was ich als wichtiges Geschenk nehmen kann. Wie wär's denn mit diesen Sachen hier? Das, was Mama sich immer ins Gesicht schmiert, diese Schminke. Mag das vielleicht ein Kind aus meiner Gruppe? Ich weiß ja nicht. Emma, kommst du dann? Du musst in die Kita, sonst ist es zu spät. Ja, einen Moment. Ich muss nur noch auf Toilette. Auf der Toilette kommen mir immer die besten Ideen. Emma denkt nach, du brauchst schnell ein wichtiges Geschenk. Du musst es doch heute mit in die Kita nehmen.
Oh, perfekt. Ich hab's. Ich muss das nur noch schnell einpacken und dann ab in die Kita. So, Mama, wir können los. Alles bereit. Was hast du denn da, Emma? Ist das ein Geschenk? Ja, das ist zum Wichteln für die Kita. Irgendein Kind wird mein Geschenk bekommen und ich bekomme das Geschenk von wem anders. Okay, aber wir haben kein Wichtelgeschenk gekauft. Macht ihr Schrottwichteln oder so? Kann ich vielleicht erfahren, was da drin ist? Nein, das ist nicht für dich. Also darfst du auch nicht wissen, was drin ist. Das ist ein Geheimnis. Okay, dann vertraue ich dir mal, dass du da nichts Komisches reingetan hast, Emma. Oder vielleicht doch? Nein, nein, das wird ein richtig tolles Geschenk sein und die Kinder werden sich darüber freuen. Ja, guten Morgen, Brigitte. Hallo, ich bin jetzt auch da. Oh, hallo, Emma. Na, was hast du denn da Tolles in der Hand? Dein wichtiges Geschenk, was ist denn da drin? Ach, das werde ich dir doch nicht verraten. Das geht dich überhaupt nichts an. Emma, das ist nicht nett. So kannst du nicht mit deiner Erzieherin reden. Ach, Brigitte, gib's auf. Ich hab's auch schon versucht, aus ihr rauszukriegen. Es ist wirklich ein Geheimnis. Alles klar, dann hier bitte das wichtige Geschenk rein. Hier sind auch schon ein paar andere Geschenke, Emma. Oh, so viele Geschenke. Welches davon krieg ich wohl? Emma, ich bin dann mal weg. Wir sehen uns später. Viel Spaß beim Wichteln. Ja, tschüss, Mama. Und später kannst du auch erfahren, was ich bekommen habe und was ich verschenkt habe. Oh Mann, ich bin schon richtig gespannt aufs Wichteln und wie mein Geschenk ankommt und was ich bekomme. Ich freue mich auch. Ich will auch wissen, was drin ist. Ich hoffe, ihr habt alle tolle Geschenke ausgesucht. Ich habe etwas sehr Praktisches ausgesucht, was eigentlich jeder gebrauchen kann. Also ich habe mein Geschenk selber ausgesucht und selber eingepackt, ja. Also Kinder, jetzt wo wir alle da sind, können wir mit dem Wichteln anfangen, oder? Oh ja, ja, super! Wichteln! Ja! Wichteln! Also gut, hier habe ich das erste Geschenk. Wer hat denn die Nummer 1 gezogen? Oh, Brigitte, ist das hier die 1? Ich glaube, das ist dann mein Geschenk. Oh, das ist ja ein Riesengeschenk. Also viel größer als das, was ich verschenkt habe, was das wohl ist. Aber ich warte erstmal, bis alle ihre Geschenke haben und dann packe ich auch aus. Alles klar, dann machen wir weiter mit Geschenk Nummer 2. Hat jemand die 2 gezogen? Na, könnt ihr die schon erkennen, die Zahl? Ich habe, glaube ich, die 2. Also das ist dann, glaube ich, mein Geschenk. Oh, das ist ein tolles Geschenkpapier. Ich mag die Farben. Dann kommen wir jetzt zum dritten Geschenk. Hat jemand die Nummer 3 gezogen? Die Nummer 3 habe ich gezogen. Und ich hoffe, dass ich ein ganz tolles Geschenk bekomme. Hoffentlich irgendwas, was ich noch nicht habe. Ich besitze ja eigentlich schon fast alles. Also ich muss sagen, besonders schön eingepackt ist das nicht. Das kann unser Dekorateur besser. Und das Geschenk, das letzte ist dann wohl für mich, weil ich hatte auch die 4 gezogen. Kann ich mir das nehmen? Ganz genau, Emma. Dann ist das wohl dein Geschenk. Greif ruhig zu. So, alle haben Geschenke. Maurice kann jetzt auch noch ein bisschen zugucken. Dann fang doch mal an, Malik. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Also, ich kann eins sagen, das riecht irgendwie komisch, aber ich kenne den Duft. Woher nur? Oh, das Geschenk ist wirklich riesig. Oh, cool. Das ist dann etwa das, was ich denke? Und das als Wichtelgeschenk? Oh, ich wusste das Schinken. Ich liebe Schinken. Darf ich direkt reinbeißen? Das ist von mir, weil ich mag auch total gerne Schinken. Und da dachte ich mir, ihr mögt den vielleicht auch so gern wie ich. Dankeschön, Clara. Das ist ein tolles Geschenk. Bitte, bitte. Also, wenn das erste Geschenk jetzt schon ein Schinken war, dann weiß ich nicht, was noch alles kommt. Na, mache ich mal weiter. Und ich glaube, das ist kein Schinken. Dann wäre das Paket viel größer. Also, ich hoffe wirklich, dass das kein Schinken ist. Kinder, habt ihr das vielleicht mit dem Wichteln nicht ganz so richtig verstanden? Oh, ein Spielzeugtelefon. Clara, also das ist kein Spielzeugtelefon. Das ist ein echtes Smartphone. Damit könnte man telefonieren, wenn man möchte. Bitte was? Ein echtes Smartphone? Das ist doch viel zu teuer. Isabel, warum verschenkst du denn sowas zum Wichteln? Ach, das haben wir nicht gebraucht. Und da ist auch keine Karte drin. Die muss man noch dazu holen. Oh, danke, Isabel. Das ist ein richtig nettes Geschenk. Ich hatte noch nie ein eigenes Telefon. Also nun zu meinem Geschenk. Und ich hoffe, es ist keine Enttäuschung. Also ob das eine Enttäuschung ist, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, es wird Isabel nicht gefallen. Die ist ein bisschen schwierig. Oh, was ist denn das? Ich würde sagen, das sieht nach einer Klobürste aus. Oh nein, warum schenkt mir denn jemand sowas? Und die ist auch benutzt. Oh. Oh Mann, ich hab gedacht, das ist ein cooles Geschenk, aber so wie es aussieht, gefällt dir das überhaupt nicht. Naja, kann ich auch nichts für. Oh, ich geht, ich muss sofort meine Hände waschen. Ja, und jetzt, um abzulenken, würde ich sagen, ich pack einfach das letzte Geschenk aus, okay? Mach ruhig, also ich hoffe, es gefällt dir, das ist von mir. Oh, cool, was ist das? Wow, das kenne ich von zu Hause, Katzenfutter. Also das hat jetzt wirklich den Vogel abgeschossen. Wir hatten einen Schinken, ein Smartphone, eine Klobürste und Katzenfutter? Oh, danke schön, Malik. Das ist wirklich nett, weil dieses Futter, das essen unsere Katzen total gerne. Das können wir gut gebrauchen. Also Kinder, ich würde mal sagen, das Wichteln war ein kleiner Reinfall. Ich muss euch, glaube ich, nochmal die Regeln erklären. Das sollte kein Schrottwichteln werden. Ich werde mal diese Klobürste entsorgen. Nächstes Jahr lassen wir das besser, oder? Nein, wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen. Nächstes Jahr nochmal. Das war lustig. Du, Mama, darf ich mir hier ein Stückchen voller Pizza nehmen, bitte?
Julian, Finger weg. Das ist nicht für dich. Das ist für unsere Gäste, die gleich kommen. Oh, nie darf ich hier was haben. Immer ist alles für alle anderen, aber nie für mich. Warum denn? Julian, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Kannst du nicht einfach nach oben gehen und mit deinen Geschwistern spielen und lass mich doch einfach mal in Ruhe? Oh, immer muss ich mit meinen Geschwistern spielen und so und alles muss ich mir immer teilen und ich darf nie was nehmen. Bestimmt bekomme ich noch nicht mal die Weihnachtsgeschenke, die ich mir wünsche. Oh, Julian, ich habe jetzt einfach gar keine Zeit dafür. Der Kochclub kommt gleich und ich bin so viel am Vorbereiten. Kannst du bitte woanders hingehen? Danke. Ja, dann gehe ich halt weg. Du willst mir nie was geben. Immer wenn ich mir was wünsche, sagst du nein. Okay, dann gehe ich jetzt zu Papa. Oh, Julian kommt. Sag mir nicht, er hat mich gesehen. Bitte nicht, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Hey, Papa, wir müssen mal reden über mein Weihnachtsgeschenk. Oh. Er hat mich gesehen. Ja, Julian, worum geht's denn? Du hast doch dem Weihnachtsmann deinen Wunschzettel schon geschrieben, oder nicht? Ja, das kann sein, aber ich möchte jetzt wirklich meine PlayStation 4 diese Weihnachten, bitte. Ach, Julian, nicht schon wieder diese Diskussion. Nein, wie, PlayStation 4, was soll ich, da muss ich deinen beiden Geschwistern auch noch was kaufen, also der Weihnachtsmann natürlich. Und das geht nicht. Tut mir leid, Julian, denk an deine Geschwister. Oh, immer muss ich an meine Geschwister denken, an Hannah und an Emma. Wow, super, danke. Ja, Julian, kein Problem. Kann ich jetzt bitte weiterschauen? Ja, dann schau halt weiter und interessier dich nicht für mich. Oh, manchmal wünsche ich mir echt, ich wäre in einer anderen Familie. Vielleicht lässt ja Hannah mit sich reden. Du, Hannah, ich hätte da mal was. Oh, Julian, was liegt an? Willst du mein Handy nehmen? Nein, darfst du nicht. Doch, nein, also darum geht's eigentlich. Also, wie wär's, wenn du mir vielleicht zu Weihnachten ein Handy schenkst? Da muss ich dir meins nicht mehr, da muss ich nicht mehr deins nehmen, verstehst du? Ja, ich verstehe das, Julian, aber nein, ich werde dir auf gar keinen Fall ein Handy schenken. Ich soll dir ein Handy schenken? Du kriegst vielleicht von mir eine gebastelte Karte, mehr nicht. Aber Hannah, es ist doch nur ein Handy, oder kannst du mir nicht deins vielleicht geben? Teil doch ein bisschen. Oh, Julian, als ob du irgendwas mit mir teilst. Du kriegst gar nichts von mir. Jetzt raus aus meinem Zimmer. Boah, das war ja sowas von knapp. Weißt du was? Du bekommst auch kein Geschenk von mir. Ich wollte dir zwar benutzten Schleim schenken, aber den kriegst du jetzt auch nicht mehr. Du, Emma, also ich hätte mal da... Also, zu Weihnachten wünsche ich mir eigentlich ein neues Bett und dafür brauche ich ein größeres Zimmer. Ja, also kannst du vielleicht nicht zu Hannah ziehen? Soll das ein Witz sein? Mein Zimmer ist schon das kleinste von allen und jetzt musst du mich hier noch rausekeln? Mach ich nicht. Oh, wisst ihr was? Ich find's richtig blöd hier bei uns in der Familie. Bei Familie Vogel, es reicht mir hier langsam. Wie macht das einer was ich will? Das war's. Ich suche mir jetzt eine neue Familie oder ich wünsch mir eine neue Familie. So, Papa, ich wollte nur sagen, ich verabschiede mich jetzt. Weil hier schenkt mir ja keiner das, was ich haben will. Und immer muss ich mit den anderen teilen und das möchte ich nicht. Okay, Julian, denkst du bitte an den Müll dann später? Ciao. Jetzt will er mich nicht mal richtig ernst nehmen. So, Mama, ich bin jetzt weg, endgültig. Ihr müsst nicht mehr auf mich achten und mir nichts mehr schenken. Oh, Julian, nicht so laut. Ich habe gerade Gäste. Kannst du dich nicht irgendwie selbst beschäftigen? Das sollen alle mitbekommen. Ich bekomme nicht meine gewünschten Weihnachtsgeschenke. Und deswegen wünsche ich mir eine ganz, ganz neue Familie. Alles klar, Julian, dann wünsche ich dir das mal weiter. Das ist übrigens mein Sohn Julian. Den habt ihr sicherlich auch schon kennengelernt. Oh, ich kenne das. Ja, wenn es bei uns... Also bei uns geht's genauso zu. Wenn die nicht das kriegen, was sie haben wollen, dann werden sie zickig. Oh, ich werde nicht zickig. Ich möchte einfach nur nicht alles teilen. Und Papa sagt, nein, ich kann dir das nicht kaufen, weil ich für deine Schwestern brauche ich auch noch was und so. Aber das ist mir egal. Ach Mensch, aber er hat doch recht. Also man muss teilen mit seinen Geschwistern. Wo steht das denn bitte geschrieben? Und wenn es so ist, dann suche mir jetzt eine Familie, wo ich keine Geschwister habe. Ganz einfache Geschichte. Ach Julian, jetzt bitte verbreite hier keine schlechte Stimmung. Geh doch einfach auf den Spielplatz. Wir sind hier jetzt beschäftigt. Aha, so ist also der Abschied bei dir, Mama. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Wenn ich dann in einer anderen Familie bin, dann rufe ich dich auch nicht mehr an. Das kann echt nicht sein. Ach, zumindest ist hier keiner auf dem Spielplatz. Hier kann ich ein bisschen drüber nachdenken, wie ich denn zu einer neuen Familie komme. Und am besten kann ich das immer auf dem Karussell. Schön leer hier heute. Oh, das war ja klar. Oh, was ist das denn? Hey, kannst du da bitte runter? Ich muss ein bisschen nachdenken. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Familie. Ich wünsche mir eine. Das kannst du dir sowas von abschminken. Ich suche mir auch gerade eine neue Familie. Die schenkt mir nicht, was ich haben will. Was? Wie bitte? Also, ja, bei mir auch. Ich muss immer mit meinen Geschwistern teilen und das finde ich irgendwie öde. Ja, und ich habe voll das kleine Zimmer und ich krieg auch kein größeres. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Hey, also, du wünschst dir ja eine neue Familie und ich auch. Und mein altes Zimmer ist ziemlich groß. Da ist sogar ein Hochbett, weißt du? Und ich habe sogar ein Tablet und sowas zu Hause. Also, wenn du willst, dann kannst du zu mir ziehen. Und wir sehen ja auch fast gleich aus. Ein Hochbett? Cool. Sowas wollte ich schon immer haben. Dann lass uns direkt tauschen. Oh, super. Ja, das machen wir. Jetzt müssen wir nur noch unsere Klamotten tauschen, okay? Von mir aus gern. Ich hoffe, deine Sachen sind frisch gewaschen und nicht so eklig. Ich sag dir, meine Eltern wollen mir einfach nicht das schenken, was ich will. Und ich glaube, anders kriege ich das nicht. Also, wir tauschen jetzt einfach. Oh, ich weiß, was du meinst. So sieht's bei mir aus. Genau so. Gar nicht so schlecht. Mir gefallen deine Klamotten. Ich kann mir echt vorstellen, dein Leben zu führen. Oh, ist das klasse. Und wie sieht's aus? Hast du eigentlich noch Geschwister? Nee, ich bin ein Einzelkind. Ich habe keine Geschwister. Und wie war nochmal dein Name? Julian. Alles klar, dann bin ich jetzt Julian.
Okay, super. Und meine Schwestern heißen Emma und Hannah. Und Mama heißt Mama und Papa heißt Papa. Und wie heißt du? Ich heiße Pascal. Oh, super. Jetzt heiße ich nicht mehr Julian Vogel, sondern Pascal. Oh, ein Leben als Pascal, das wird richtig toll. Schon beginnt ein neuer Abschnitt in meinem Leben, in meinem ganz neuen Leben. Oh, toll. Oh, und guck mal, direkt ein Weihnachtsbaum. Ist das nicht schön? Oh, ich könnte mich glatt dran gewöhnen. Sieh mal einer an. Er ist wieder da, Pascal. Haben wir uns etwas abgeregt wieder? Was? Wer ist der Pascal? Und achso, ja, ich... ja, natürlich habe ich mich abgeregt. Klar, ich bin ja jetzt ein Einzelkind. Ist super. Du warst schon immer ein Einzelkind, aber nun gut, alles klar. Wenn sich das wieder geklärt hat, schön. Ich gehe dann mal auch direkt in mein eigenes Zimmer, was ich mir nicht teilen muss und was groß genug ist. Oh, Pascal, Schätzchen, da bist du ja. Ich habe über deinen Wunsch nachgedacht und ja, es gibt eine Überraschung für dich. Was? So einfach ging das jetzt? Eine Überraschung? Oh, da bin ich mal gespannt. Aber geh als erstes mal in dein Zimmer rauf, also in dein eigenes Zimmer. Ja, das mache ich super gerne, wo ich dann ganz alleine bin und wo mich keiner stört und fragt, ob ich Puppen spielen will oder irgendwas anderes. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Riesenzimmer? Und was hier alles drin ist? Ich verstehe gar nicht, warum der sich beschwert hat. Der hat sogar einen eigenen Fernseher und diese Programme haben wir bei uns gar nicht. Oh, super. Oh, was hat er noch hier? Einen eigenen Laptop, eine Kamera, ein Tablet und sogar ein eigenes Handy. Oh, endlich, endlich habe ich ein eigenes Handy. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, super. Und, oh. Hat er jetzt wirklich einen eigenen Kühlschrank hier? Ich meine, ich habe einen eigenen Kühlschrank im Zimmer. Super, da muss ich auch keine Donuts mehr teilen mit Papa oder so. Und wie viel Spielzeuge er einfach hat. Also ich, der Pascal. Was ist das denn? Ist das ein richtiger Roller? Aber darf ich doch noch gar nicht fahren, aber habe ich wahrscheinlich schon geschenkt bekommen. Super. Ich glaube, es war das Beste jemals, mir eine andere Familie zu wünschen. Ja, jetzt bin ich super glücklich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so machen soll. Und hä, was ist das denn? Ist das eine Schatztruhe oder ist das eine Spardose oder so? Die ist ja riesig. Oh, super viel Geld. Oh, klasse, damit könnte ich mir wirklich eine PlayStation 4 kaufen. Ich muss schon sagen, ich liebe mein neues Leben. Es ist so toll. Und kleiner Mann, bist du bereit für deine Überraschung? Was, hier kommt noch was hinzu? Oh, ich bin sowas von bereit. Du hast dir dein eigenes Zimmer gewünscht und guck, wir haben es vergrößert. Dein eigenes Spielzimmer. Wie, was? Jetzt kommt noch was dazu? Das ist doch schon doppelt so groß wie mein altes Zimmer. Also der hat vielleicht Wünsche. Willkommen in Pascals Spieleparadies. Hast du sogar dein eigenes Fußballtor. Was ist das denn? Das ist ja ein eigener Fußballplatz. Hier ist ja riesig. Und das gehört alles mir. Ich habe hier ein eigenes Tor und was ich sonst noch hier habe. Sogar einen eigenen Fernseher. Nochmal? Ja, das gehört alles dir. Dir ganz alleine. Ist das super. Ich habe sogar ein eigenes Skateboard und ein Bike und ein Surfbrett. Okay, und einen Fernseher. Und was läuft denn da schon wieder? Sind das die Ding-Dongs? Oh, das macht richtig viel Spaß. Emma, Hanna, komm mal raus. Ich habe hier neue... Oh, die sind ja jetzt gar nicht mehr da, aber irgendwie wünsche ich mir jetzt doch, dass sie da sind. Also das macht schon ziemlich viel Spaß, aber auf die Dauer wird das doch langweilig alleine. Oh, toll, Julian, was hast du dir nur gewünscht? Ja, jetzt habe ich hier ein Spieleparadies und ein Riesenzimmer, aber irgendwie alleine ist das auch blöd. Ich meine, okay, Emma nervt zwischendurch, aber die meint es ja ganz nett und Hannah ist halt eine große Schwester, die will mich ab und zu nur manchmal beschützen. Also irgendwie bringt das nicht so viel. Oh, ich weiß schon, was ich mache. Ich muss mich von diesem Leben mal wieder verabschieden. Es tut mir leid, aber mein altes Leben, das mag ich einfach viel zu sehr. Das ist zwar ein schönes Zimmer und so, aber nichts ist schöner als Emma und Hannah. Also manchmal, nicht immer. Bin ich das noch? Bitte was? Das soll mein Zimmer sein? Das ist doch eine Abstellkammer oder so. Wo ist denn das richtige Zimmer? Hä, aber ich hab dir doch vorhin schon gesagt, dass du mein Zimmer nicht bekommst. Das bleibt so, wie es ist. Kannst du vergessen. Oh, als Einzelkind war das irgendwie viel besser. Oh, so wie es ist, will ich das nicht. Ich wünsche, ich hätte mein altes Leben zurück. Hey, Mama, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich bin wieder zurück. Es tut mir wirklich leid. Julian, wo warst du denn? Und woher kommen die neuen Klamotten? Ich habe dir doch gar kein Geld zum Shoppen gegeben. Und bist du nicht eben gerade schon zur Tür rein? Mama, es ist doch jetzt egal. Es tut mir einfach leid, was ich eben gesagt habe. So meinte ich das nicht. Na gut, eine Umarmung nehme ich gerne. Was wohl auf dem Spielplatz wieder passiert ist, ich frage besser nicht nach. Hey, Hannah, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich find's richtig toll, dich als Schwester zu haben. Lass dich umarmen. Du willst mich umarmen? Ja. Also, was stimmt denn da mit Julian nicht? Ist denn wieder irgendwas auf den Kopf gefallen? Also, er mag mich als Schwester? Liegt vielleicht an der Weihnachtszeit. Da bist du ja Pascal. Also, oder soll ich Julian sagen? Nein, du bist Pascal, ich bin Julian. Ich will mein altes Leben zurück. Gut, dass du es sagst. Mir geht's genauso. Kannst du gern zurückhaben. Will ich nicht haben. Das, was du hier Zimmer nennst, das ist höchstens ein Abstellraum oder ein Mäuseloch. Was? Nein, das kann sein, aber es ist halt mein Mäuseloch neben Emma. Und das gefällt mir. Und außerdem, du hast ein Riesenzimmer. Ich weiß gar nicht, warum du dich beschwerst.
Oh, endlich habe ich meine alten Klamotten wieder. Jetzt fühlt sich mein Leben wieder so wie früher an. Und außerdem, du hast jetzt ein Spieleparadies, wollte ich dir nur sagen. Na endlich, dann hat sich das Betteln ja richtig gelohnt. Ich gehe zurück zu meiner alten Familie. Hat auch lange genug gedauert mit dem Spielparadies. Julian, ich weiß, du sagst wahrscheinlich nein, aber wollen wir nicht zusammen Puppen spielen? Mir fehlt noch ein Charakter. Weißt du was, Emma? Das mache ich heute liebend gern. Heute habe ich mal richtig Lust auf Puppen spielen. Ich muss schon sagen, hier bei mir zu Hause ist es am besten. Du bist die Prinzessin. Oh nein. Aber Weihnachten kommen einfach immer die besten Filme im Fernsehen. Ja, finde ich auch. So viele tolle. Wir können das 3 Tage anlassen. 3 Tage den Fernseher anlassen kommt gar nicht in Frage. Möchte nicht jemand mir vielleicht beim Essen helfen? Kommt schon. Mama, jetzt gerade nicht. Vielleicht kann ich dir nachher mit dem Nachtisch helfen. Aber nee, gerade nicht. Hallo, ich bin doch schon am Klingeln. Kann mir mal jemand helfen an der Tür, bitte? Ach je, die Kinder sind da wirklich nicht vom Sofa wegzubekommen. Ich komme, Martin. So, okay, dieses Riesenteil muss hier erstmal weg. Wir brauchen Platz. Also, wenn du ihn schiebst, dann kann ich hier das Ganze mit runternehmen. Kinder, guck doch mal. Die wollen hier einfach diesen Weihnachtsbaum nicht sehen. Hey, hier da, Augen weg vom Fernseher. Hier, guck doch mal. Oh, super, ja, der endlich. Baum steht schon. Wo sind denn dann die Geschenke? Die kommen doch unter den Baum. Kann ich jetzt schon was aufmachen? Nein, noch nicht. Ich meine, wir wollen auch noch gemeinsam essen und vielleicht haben wir auch noch was anderes vor. Es ist noch viel zu früh, Emma. Du musst dich noch gedulden. Oh, na toll. Ich kann gar nicht mehr abwarten. Ich will endlich meine Geschenke haben. Ach, hey, und jetzt klingelt's auch noch. Martin, kannst du einmal kurz ans Telefon gehen? Ja, wird gemacht. Ruf denn jetzt bitte an Heiligabend an. Bei Familie Vogel? Ja? Ja, ich bin Martin. Ja, ich habe 3 Kinder. Wie, die 3 Schauspieler für das Krippenspiel, für diese Weihnachtsgeschichte sind jetzt ausgefallen. Okay, gut. Und meine Kinder sollen da mitmachen? Ich frage mal kurz. Claudia, Schatz, was meinst du? Können Hanna und Julian sich irgendwas merken? Sich was merken? Pff, gute Frage. Also, sie vergessen eigentlich ständig Sachen. Aber wenn du sowas meinst wie Gedichte, ja, haben sie schon öfter was gelernt. Ich sag jetzt mal zu. Ja, ist in Ordnung. Wir bringen die Kinder dann vorbei. Klasse, bis später. Claudia, Schatz, heute gibt's, glaube ich, ein Weihnachtswunder. Ja, unsere Kinder werden Schauspieler. Was? Und spielen das Krippenspiel nach. Ja, also das, ne, bei der Weihnachtsgeschichte spielen sie mit. Wie bitte was? Schauspielerei? Ich hab heute aber frei. Ja, so wie es aussieht schon. Ich würde sagen, dann Bühne frei für Josef, Maria und Jesus. Was, Mama? Was? Ich verstehe kein Wort. Oh, Kinder, es ist wirklich prima, dass ihr heute hier seid. Also, Julian, ich glaube, du kennst mich ja noch von Romeo und Julia, ne? Dem Shakespeare-Stück. Ich bin Harald, ich bin der Leiter der Theater-AG. Ja, kann mich so dunkel dran erinnern. Ich musste fast Mario küssen. Hey, was müssen wir denn jetzt hier machen? Also gut, das Stück fängt damit an, dass Josef und Maria hier einfach durch die Reihen gehen und nach einer Herberge fragen. Und sie sagen alle nein. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich muss jetzt wirklich alle Zuschauer ansprechen? Ich kenne da total viele. Ich glaube, das wird echt peinlich. Papa, wann bin ich denn endlich dran? Du hast gesagt, wir 3 spielen damit. Aber warum sind Julian und Hanna schon umgezogen? Wo ist mein Kostüm? Emma, also so wie es aussieht, brauchst du kein Kostüm. Und ich glaube, du kommst auch erst am Ende des Stückes dran. Und außerdem hast du auch keinen Text. Also du musst im Prinzip einfach gar nichts sagen. Du musst nur da liegen. Ich glaube, das kriegst du hin. Wie war's, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gar nicht gesagt, dass ich da mitmache bei diesem Theaterstück. Mann! Okay. Hallo, entschuldigen Sie. Meine Frau und ich sind in großer Not. Haben Sie ein Zimmer für uns? Julian, bist du das? Nein, tut mir leid. Wir haben kein Zimmer frei. Ihr müsst woanders schlafen. Tja, Julian, das ist sowas von peinlich. Und du bekommst doch nicht mal wahrscheinlich Geld dafür. Oh mein Gott, ich würde das niemals machen. Josef, meine Wehen werden stärker. Beeil dich. Lass mich mal fragen. Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Plätzchen zum Schlafen für uns? Also erstmal, Hanna, mein Zimmer ist viel zu klein, da kannst du nicht schlafen. Könnt ihr nicht woanders hin, vielleicht ins Wohnzimmer? Hanna, das sind Maria und Josef, nicht Hanna und Julian. Nein, ihr könnt nicht bei uns schlafen. So leid es mir tut, aber ihr müsst leider weiterziehen. Oh, muss ich jetzt noch weiter fragen? Wie lange denn noch? Oh, und da ist sogar Dave. Na egal, ich frag's du trotzdem. Psst, Hanna, also du weißt ganz genau, wenn du mal in Not sein solltest, kannst du immer bei mir schlafen. Oh, Dave, das ist wirklich lieb von dir, aber ich bin Maria. Maria, schau doch nur. Da ist ein Stall. Wie wär's, wenn wir unsere Nacht dort verbringen? Josef, ein Stall? Aber naja, meine Wehen werden immer stärker und ich brauche einen ruhigen Ort, um mich auszuruhen. So soll es sein. Dort werden wir zur Ruhe kommen. Ich meine, gut, es ist kein Hotel, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Also, das ist ja eher wie ein Bauernhof. Wir sind richtige Tiere. Also, ich finde nicht, dass das schlimm ist. Ich find's einfach nur irrsinnig kalt. Josef, du musst das Feuer machen gehen. Oh, ach ja, stimmt, Feuer. Oh, ich hab ja hier Feuerholz, also kann ich Feuer machen. Das ist mein Junge. War das beste Krippenspiel jemals. Maria, komm hier hin, ich hab die Heizung angemacht. Ich meine das Feuer, du, damit kannst du dich ein bisschen wärmen. Oh, das ist wirklich nett, hier ist es wirklich sehr kühl. Maria, du musst an die Wehen denken. Oh, ach ja,
Josef, ich glaube, das Baby kommt, Was? Jetzt wieder Ja, genau. Oh Mann, Julian ist total aufgeschmissen. Wie wär's, wenn du sie ins Krankenhaus bringst? Psst, Emma, Krankenhäuser gab's damals so noch nicht. Du musst dem Stück wirklich folgen. Und das Baby ist da. Dein Einsatz, Emma! Oh, Emma, ab ins Bett mit dir. Du musst auf die Bühne, los! Oh, wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Das ist total hoch! Ach je, ist das süß. Die kleine Emma ist ja auch mit dabei. Wir haben ein gesundes Kind bekommen. Ach je, Martin, ich bin so stolz. Wir kommen gleich die Tränen. Oh ja, ein wundervoller Junge. Lassen Sie ihn uns Jesus nennen. Bitte was? Ich bin kein Junge. Ich bin Mädchen und ich heiße Emma, nicht Jesus. Oh, Emma, psst. Du musst in deiner Rolle bleiben. Das ist ein Theaterstück. Ach, von mir aus könnten die drei das jedes Jahr machen. Gefällt mir richtig gut. Danke. Das war's dann schon. Einen Applaus. Ab nach Hause mit euch. Bravo. Das geht doch klar. Also ich fand's jetzt gar nicht so schlimm. Haben wir gut gemacht, oder? Glaube ich auch. Und ich bin Emma, nicht Jesus. Ja, ihr habt's wirklich prima gemacht. Danke nochmal, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. So, ab mit euch. Das war wirklich eine tolle Vorstellung. Mal sehen, ob der Weihnachtsmann vielleicht schon da war bei uns. So, habe ich denn jetzt alle Geschenke? 1, 2, 3. Ja, passt. Und jetzt muss ich schon weiter. Oh, heute ist das echt anstrengend. Nicht, dass mich noch einer sieht. Kinder, ich habe da so ein Gefühl. Schaut doch mal, ob der Weihnachtsmann schon da war. Ja, ich finde, der Weihnachtsmann könnte schon da gewesen sein. Oh, ich will als erstes. War er schon da? Oh, ja, wow. Der Weihnachtsmann war da. Mama, Papa, das hier ist gar nicht eingepackt, aber ich glaube, das ist für mich. Also ich denke mal schon, dass das für dich ist, Emma. Also der Weihnachtsmann hatte wahrscheinlich nicht genügend Geschenkpapier dabei. Ist ja auch ein ziemlich großes Geschenk, oder? Oh, was hat er mir denn gebracht? Oh, das klappert so schön. Ja, da freue ich mich aber. Juhu! Was hast du denn bekommen, Hanna? Sag schon. Ich habe den Roller bekommen, der ist echt toll. Ich habe eine Gerte und einen Reithelm bekommen. Ist das nicht cool? Und ich habe hier so eine Lupe und was ist das, ein Stift mit Geheimschrift, glaube ich. Also woher wusste der, dass das ein Detektiv werden möchte? Oh, und ich habe hier noch einen Wecker bekommen. Der weiß wohl, dass ich öfters zu spät bin. Na, das sieht ja toll aus. Dann habt ihr ja richtig tolle Geschenke bekommen. Frohe Weihnachten!